Ich lasse sie mal kurz ausreden, bevor ich die Begrüßung mache. Scheiße. Ich wollte eigentlich sagen, na, und willkommen Zürich zu Let's Play Tales of Xillia für die PlayStation 3 mit einem ultra geilen Lied in dem Dungeon. Wir sind auf der ISS Zenithra. Ich glaube, die hieß so, das ist Zenithra, war das richtig? Zenithra? Ich glaube ja. I'm not sure. Ich habe mir endlich mal was angeschaut, nämlich wie man diese komischen Arcane Arts bzw. Mystic Arts verwendet. Ich habe es ja bisher immer wieder probiert, aber es wäre noch kein einziges Mal geschafft. Und jetzt habe ich es mir mal angeschaut. Und ja, ich würde sagen, wenn ich das nächste Mal in die Grenzüberschreitung bzw. das Overlimit komme, werde ich das mal ausprobieren. Und dann wird fertig gemacht hier. Ich hoffe, ich bin hier noch da, wo ich den letzten Part gecuttet habe. Weil ich habe schnell gespeichert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles funktioniert hat. Aber ich glaube schon. So, von hier müsste ich gekommen sein. Ja, da war ich. Nee. Von hier bin ich nicht gekommen. Ich gucke hier mal kurz rein. Da ist sogar noch eine Truhe. Ich muss ja wieder da runter zu dem Raum, wo dieser Teleporter war. Das war dieser komische Barraum, glaube ich. Also wo richtig so eine Bar war. Jetzt könnte ich theoretisch das mit dem Überlimit machen. Ich mache es jetzt aber noch nicht. Ich hebe mir das noch für einen anderen Kampf auf. Ich weiß nicht, ich könnte es mir natürlich für den Bosskampf aufheben. Ich könnte es mir natürlich für den Bosskampf aufheben. Oh, genau wie... Boah, ich liebe dieses Lied. Also, nee, vergesst erstmal dieses genau wie, was ich gerade sagen wollte. Aber ganz im Ernst, dieses Lied ist so wunderschön. Und, ganz kurze Sache hier, weil ich nicht weiß, also weil ich mir sicher bin, dass man später nicht mehr auf die ISS Zenithra kommt, ich habe da so ein Gefühl, gucke ich jetzt mal ganz kurz, ob es hier einen Ivory Schatz gibt, damit ich den auch ja nicht verpasse, aber wenn man hier wirklich nicht wieder hin kann, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es hier keinen gibt. Hier ist Order Palast, Order Palast, Arklen Quack. Hier ist genau diese Tundra von kürzlich. Hier sind die Kuka Ice Caverns. Und als nächstes Xalien Woods. Ja, die habe ich beide. Okay, das nächste Gebiet kenne ich noch nicht. Alles klar, also gibt es hier auf der ISS Zenithra keinen Ifrit Schatz. Das finde ich auch gut so. Das heißt, selbst wenn man alle Ifrit Schätze im Spiel übersieht, kann man sie sich später noch nachholen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, um ehrlich zu sein. Nur bei den mysteriösen Juwelen ist es, glaube ich, genauso. Nur bei den Nebenquests nicht. Hallo. So, bevor ich mich jetzt wegteleportiere, wollte ich hier drüben nochmal in diese Tür schauen. Dort ganz hinten, genau. War ich in dem Raum da schon? Ach, das ist der mit der Teleportationsplattform. Gut, und dahinter will ich gleich auch nochmal schauen, den Raum. Da steht sogar noch eine Truhe. Gut, jetzt gucken wir erstmal kurz hier hin, in den... Ach, in den Backbord-Maschinenraum. Dann wird da vielleicht sogar der Generator sein. Gut, dann gehe ich erstmal kurz da drüber. Nicht, dass ich dann wieder irgendeine Sequenz oder sowas triggere. Okay. I don't care. Essen habe ich nicht mehr aktiv. Stopfen wir uns mal kurz große arme Ritter rein. 14 Kämpfe, das sollte reichen. Und Liliumkugel. Sieht aus nach Elven, ha? Huh? Sieht ganz nach Elven aus. Mal schauen, 1, 2, 3, 4. Na, ich habe wieder nur noch 3 Punkte. Diesmal gehe ich aber mal so lang hier, weil es da unwahrscheinlicher ist, dass ich hier das dann vergesse. Sonst noch jemand? Ich gucke sicherheitshalber mal nach. Vielleicht noch Rowan oder Leia? Nee. Alles klar. Dann überprüfen wir hier mal alles. Okay. Ja, ich will ja gerade noch nicht den richtigen Weg gehen, mein lieber Jude. So, und dann überprüfe ich noch kurz zwei weitere Sachen. Als erstes überprüfe ich, wie oft ich die Verbindungsattacke mit Mila schon gemacht habe. Das müsste
73 von 150 Mal. Gut, das sollte ich vielleicht in einem Playthrough noch schaffen. Was heißt vielleicht, das sollte ich in dem Playthrough noch schaffen? Dann wollte ich noch eine andere Kleinigkeit nachschauen. Mensch, was war denn das jetzt schon wieder? Keine Ahnung, ich gucke einmal kurz. Ah ja, genau, ich weiß wieder. Einmal kurz wollte ich gucken, seltene Gegner. 24, okay. Und dann wollte ich schauen, Truhen. 262, alles klar. Gut. Gucken wir hier rechts, hier ist noch eine Truhe, gut. Mit Ananasgummi, jetzt habe ich wieder 15 und hallo. Ja, und dann gehen wir jetzt gleich mal in den Backboard-Maschinenraum. Und bevor ich hier zu dem... Oh nein, scheiße, oh Gott, dann muss ich das jetzt auch mal machen. Hier. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, ich hab's hinbekommen. Kaputt! Nicht schlecht. Da haben wir die Mystic Art von Jude gemacht. Jeder Charakter hat so eine übrigens. Und die werde ich auch alle, keine Sorge, spätestens in einem Bonus-Part mal zeigen. Weil die kann ich halt nur, glaube nur aktivieren, wenn ich halt den Charakter selbst spiele. Weil ich glaube, die CPUs hier, die NPCs, also die KI, so, das Wort habe ich gesucht, macht es nicht automatisch. Deshalb... Ja, muss ich die dann halt mal alle als Anführer festlegen. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Ja. Gut. Was war das denn? Ich habe nicht gerade irgendwas Grünes gesehen. Ich krieg schon Halluzinationen. Falls ihr da auch was Grünes gesehen habt, sagt mir, was es war, bitte. Weil ich habe es jetzt irgendwie doch nicht gesehen. Oder doch, oder... was weiß ich. Boom. Bats. Wow, es geht direkt wieder weiter hier. Boom! Okay, die Bindungsattacke mit Mila und Phoenix Fall ist echt cool. Hallo Maschinenraum. Generator. Generator, Hour Destroyer. How do you disable one of these things? It takes a gentle touch. Dieses zufriedene Grinsen von Erwin ist einfach unbezahlbar. Das ist wunderschön. Hübsch, hübsch. So. Och Gott, ich liebe das Lied. Wie oft werde ich das während des Dungeons noch sagen, aber ich liebe das Lied. Menschenskinners. Wie viel habe ich hiervon eigentlich? Random Schätze. 505. Fehlen noch knapp 300. Werde ich in dem Playthrough, glaube ich, nicht schaffen. Aber ist ja egal. Dafür dann halt im nächsten Playthrough. Brr. Ich könnte mal wieder einen Speicherplatz vertragen, ganz ehrlich. Seriously? Das fände ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Und ich bin nach wie vor sehr kurz vor den 300 Federn. Huch. Ich würde wirklich sehr gern mal wieder zurück nach Sheraldon kommen. Aber ich denke mal, das komme ich auch. Anfang von Kapitel 3. Wieder. Das wäre wunderschön. Schwarzes Ei. 400 Punkte. Ein sehr seltenes schwarzes Ei. Wegen seiner dicken, harten Schale ist es schwer zu kochen. Schmeckt aber köstlich. Ich will das aber nicht essen, meine Liebe. Meine Lieben. So, wo bin ich? Erstmal auf die Karte gucken. Links rum kann ich. Unten rechts ist der Kontrollraum. Dahin will ich... Okay, also ich gucke mich erstmal kurz hier auf der oberen Plattform um. Da gehe ich jetzt erstes nach rechts, weil ich dann einen anderen Bereich komme, der allerdings abgeschlossen ist. Heißt, eben... Ach nein! Das hier... Ja, dass es hier nicht weitergeht. Hier ist nur ein Raum dann noch, aber hier geht storymäßig nicht weiter und ich muss hier nicht in. Und ich komme von hier aus nicht auch noch in 1000 weitere Gebiete. Hui, oh, jetzt ist aber... Boom! Gut hier, wollte ich sagen. Okay, diese Attacke ignorieren die Golems aber mal gekonnt. Ich erinnere mich gar nicht an diese Abschlusssequenz, aber die ist cool. My name's Alvin. Don't you forget it. Na? Wie geht's dir?
Hallo. Hier mal noch ein Räumchen. Ohne Gegner, aber mit Schätzen. Enemy activity is increasing. We need reinforcements. Roger that. Dispatching reinforcements to starboard side. Defend your positions to the last man. Ach man, das ist so unnötig, ihr Soldaten. Ihr tötet euch einfach nur sowas von selbst. Edles Holz, wie viel ist es wert? Habe ich jetzt gerade wieder nicht geschaut. 360, Holz ist der beste Teil des besten Baums. Das ist das Beste. Sehr coole Beschreibung, meine Lieben. Sehr cool. Wieso nenne ich euch in letzter Zeit ständig meine Lieben? Ach, scheiße. Kampfverbündete, Kampfverbündete. Ach, scheiße. Ich wollte Kampfverbündete. Aber die wollten das scheinbar nicht unbedingt. Ja! Jetzt nochmal kurz keine verbündete Art. Verbundete. Verbunden, wollte ich sagen. Und ich wollte jetzt gar noch meine Mystic Art machen, dann war der Kampf einfach vorbei, oder was? Wie kann man mir das so antun? Ich meine ja nur. Ich meine. Ich höre schön auf damit. Komm her. Ich nehme noch ein paar Kämpfe hier mit. Natürlich werde ich jetzt in dem Part definitiv den Dungeon nicht abschließen. Wie schnell kriege ich denn hier diesen Balken links voll? Gut, jetzt gerade war noch ein bisschen automatisch gefüllt, weil ich die Grenzüberschreitung nicht vollständig ausgenutzt habe, aber trotzdem Holly Macaroni hier, meine Lieben. Ich find's so cool, dass Alvin da einfach sagt, never ending trust. Und auf diesen schmalen Gang komme ich nur sehr schnell an den Gegnern vorbei, vor allem wenn ich einen Finstertrunk habe, meine lieben, 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 lieben Leute. Weil die Gegner so grün sind, habe ich einen kurzen Moment gerade gedacht, dass Alvin wieder den Sturmbringer ausgerüstet hat. Und dachte mir nur so, what the fuck? Und dann war alles in Ordnung. Hä, wo ist... Hä? Was ist gerade passiert? Hat Tibo den aufgegessen und wieder ausgespuckt oder was? So, ich kann wieder in die Grenzüberschreitung. Ich glaube, ich hebe es mir jetzt aber wirklich bis zum Boss auf, weil da unten ist schon der letzte Kontrollraum und dann komme ich ja schon zum Bossgegner. Von daher werde ich das jetzt, denke mal, aufsparen. Das erscheint mir irgendwie recht logisch so. Vielleicht ist es auch unlogisch, vielleicht würde ich es auch in dieser Zeit, wahrscheinlich würde ich es in dieser Zeit vollkriegen, ansonsten würde ich es halt voll grinden, aber ach komm, ich lasse es einfach dabei und spare es mir auf. Yes, Jude, you're right. You can still do better. So, und hier kommen wir noch in einen Raum. Immer noch nicht in den Außenbereich, in den kommen wir unten. Noch ein schwarzes, seltenes Ei. Und noch mehr von diesem geilen Lied. Ich krieg davon gerade ernsthaft nicht genug. Das ist echt molalala, balabamama. Moment, was lag da gerade? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, was ich eingesammelt habe. Ach, Edles Holz, das ist schön. Das bringt wunderschön viele Punkte. Wenn ich hier wieder raus bin, wird erstmal ordentlich was ausgegeben an Punkten. Es macht mir noch Sorge, dass ich in dem einen Bereich da an diese eine Truhe nicht gekommen bin. Was ist da hinten noch was? Puh, hier ist noch was. Phönixband. Ich werde bestimmt gleich, wenn ich den Generator zerstört habe, nochmal zurück. Also ich werde mich ja dann bestimmt ja noch frei bewegen können. Bis ich selbstständig zum Bossgegner gehe. Und dann werde ich da dann nochmal reinschauen. Genau, das war so ein Raum hier. Hier ist eine Kiste, die ich greifen kann. Vielleicht war da dann auch eine Kiste, die ich greifen kann. Also die kriege ich hier leicht raus. Dann werde ich da auf jeden Fall nochmal gucken. Wahrscheinlich war da auch irgendeine von den Kisten so eine Kiste hier. Das war ja jetzt einfach. Ich musste ja nur die Kiste finden. Das wäre das Wichtige. Scheiße, dieses Lied. Ich krieg die Krise. Ganz ehrlich, ich habe gerade fast schon ein bisschen Angst, wenn ich jetzt einen Generator zerstören gehe, dass ich mich dann nicht mehr frei hier rumbewegen kann.
Ah, shit. Deswegen bin ich gerade kurz davor, vielleicht doch nochmal dahinter zu gehen, zu der Truhe. Bevor ich halt jetzt den Generator zerstören gehe. Oh, du Drecksgesicht. Illusionsblitz! Und ein bisschen Handflächenschlag und dann soll der bald im Arsch sein. Danke. TP habe ich ja gerade echt irgendwie genug. Das scheint mir irgendwie so, weil ich selbst nicht so ganz süchtig darauf komme. Bizarre Klumpen für 1260 Punkte, wenn ich gestern mal 2 habe. Wenn ich endlich mal diesen scheiß Kreisbonus bekomme. Und ich werde auch, bevor ich zum Endkampf gehe, warten, bis ich diesen Bonus bekomme. Also, notfalls lese ich mir nochmal durch, ob es da irgendwas gibt, was man machen kann, damit man den schneller bekommt. Komm bitte zu mir, du willst nicht abhauen, 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 du willst nicht abhauen. Hab ich doch gesagt. Mach mich nicht fertig. Ich benutze jetzt trotzdem nicht die Mystic Art. Ich heb mir das jetzt auch auf. Das ist jetzt, glaube ich, auch gerade der letzte Kampf bei dem... Warum habe ich wieder mein EP-Item nicht eingesetzt? Ich verstehe es selbst nicht. Ich verstehe es immer nicht. Wieso ich so dumm bin. Ich verstehe es immer nicht. Komm her, du Wixi. Wixi, Wix, 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 Wix. Aber jetzt geht's ja schon langsam los. Jetzt sind wir nicht mehr so viele Bronze-Baccaras. Jetzt fängt's ja an mit den Silbernen. Das gefällt mir echt gut. Ich hatte damals in Fort Gandela schon einmal ein Silbernes gesehen, aber das ist mir ja davon gekommen. Oh, jetzt geht's hier doch langsam weg mit den TP, ja? Gibst du mir mal eins, Erwin, bitte? Du was hier, danke. Dankeschön. Auch hier hätte ich wieder 10.000 EP bekommen. Wenn ich nicht so dumm wäre. So, wieder haben die beiden Außenstehenden ihr Level abbekommen. Also gebe ich ihnen jetzt auch ihre Kugeldinger hier. Ihre Punkte auf die Liliumkugel. Wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Ach, egal. Ist doch egal. So, das müsste das Kreisding sein, oder? Hä? Ein bisschen buggy oder so? Wieso habe ich oben links jetzt kein so ein Ding dazu bekommen? Wieso steht da, ich habe... Oh, wow, ich bin einfach ein Cool 1. Wow. Und einfach ein Kugel 1 gewesen. Mit den anderen wahrscheinlich auch, kann das sein? Ne, mit Erwin auf jeden Fall nicht. Aber mit Rowan. Ne, mit Rowan auch nicht. Nur mit ihr hier. Toll. Cool. Ich mag diesen Finstertrunk ja eigentlich nicht. Aber das war jetzt halt, glaube ich, recht nützlich für das Bakra. So, habe ich noch ein kleines Item hier? 3 Kämpfe, das ist gut. Das kann ich noch benutzen, bevor ich das hier alles reinsnacke. Für den Bosskampf. Ich finde es schade, dass man nicht mehrere gleichzeitig... Ja, obwohl, ist aber richtig so. Will dann jetzt gleich nochmal schnell in den einen Truhenraum gehen. Das mache ich. Ich will das einfach noch schnell machen, bevor ich den Generator zerstöre, weil ich, wie gesagt, Angst habe, dass ich dann da nicht mehr hinkomme. Aber ich bin jetzt eigentlich... ich erkläre es gleich, was ich jetzt sagen will. Okay, kann ich mich dann entscheiden, wo ich hingehe. Wahrscheinlich Geschicklichkeit. Hier ist, glaube ich, Psyche. Ja, dann wahrscheinlich zur Geschicklichkeit. Okay. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte, ich bin jetzt einfach... Ich weiß nicht. Ah, da drüben. Ich will jetzt doch ehrlich gesagt lieber dahin gehen, weil einfach wegen der Paarzeit. Ich tue es für euch.
Ich meine, ich bin mir irgendwie doch ziemlich sicher, dass ich hinterher noch in den Truhenraum kann. Deswegen ist es jetzt auch kein Problem. Wir machen die Gegner hier jetzt fertig, gehen rüber in den Kontrollraum, machen eventuell auch noch die eine Gegnergruppe da fertig. Und dann müssen wir ja eigentlich zurück zum Anfang laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns dann nicht mehr frei bewegen können oder so. Das wäre eigentlich Schwachsinn. Deswegen probiere ich es dann nochmal. Aua. Ja, ja, alles gut. Ist alles gut. Oh, Mila ist aufgestiegen. Ist cool. Das machen wir auch noch schnell fertig hier. Liliumkugel. Von Mila. So, und dann will ich mit ihr definitiv hier hochgehen. Bin ich auf der anderen Seite schon oben? Nee, auch nicht. Mist. Da kann ich mir selbst meine Merkhilfe gerade gar nicht schaffen. So. Jetzt kratzt mein Kater an der Tür, aber... So, sorry, da wurde ich wieder mal ohne Vorankündigung unterbrochen, wie ich das liebe. Aber gut, machen wir weiter. So eine paar Sekunden brauchte ich jetzt auch echt nicht rauscutten, das wäre unnötig gewesen, weil die paar Sekunden konnte die erwarten. Das habe ich ja jetzt gerade gemerkt, ne? So, das ist jetzt gerade der letzte Kampf für mein Essen. Und die anderen Essens möchte ich danach auch ungern für diese normalen Kämpfe hier verbrauchen. Das heißt, ich werde danach erstmal nichts mehr snacken, bis ich zum Bosskampf gehe und da abspeichere. So, ja, mein Essen ist weggesnackt. Und ab in den Steuermaschinenkontrollraum, wie auch immer. Zum Generator. Sie grinst. Diesmal. The barrier bar should be gone now. Let's return to the central hall. Alles klar. Oh. Ach, ich komme nicht an denen vorbei mit dem Finstertrunk, ey. Und generell bei diesen schmalen Wegen, wie soll ich da denn vorbeikommen, ey? Boah. Ich spamme jetzt einfach mal kurz meine Attacken hier, damit es so schnell wie möglich weggeht. Echt gerade keinen Bock auf normale Kämpfer hab hier. Mit euch bin ich fertig. Besonders nicht auf diese Flammenwerfer-Typen, die gehen mir auf den Sack. Wie bei mir gerade einfach dauerhaft dieses goldene Emblem ist. Aber nein, danke. Damit werde ich noch warten bis zum Bosskampf. Toll, wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Komm, du kommst jetzt hier rechts hin. Und ich gelegst an dir vorbei, danke. Das hat genauso funktioniert, wie ich das wollte. Cool. Oh Gott, wo war der Teleportraum? War der hier? Ja. So, und jetzt, wo war jetzt der Truhenraum? War das der da? Wahrscheinlich schon. Nach rechts, dann rüber und dann ein Stück nach links. Wenn es der ist, ich hoffe, der ist es. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Ja, das müsste sein. Ja, genau. Ah, hier. Hier ist tatsächlich eine Kiste. Das ist sogar noch ein Stückchen leichter. Hier muss ich nicht so oft die Richtung wechseln. Wobei schwer war das andere jetzt auch nicht. Also. Aber gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Und mir die Kiste geholt habe. Mit 4000 Gold. Ja, okay, doch. Das war schon einigermaßen wert. 40.000 Gold. Da könnte ich glatt nochmal einen Abstecher beim Shop machen. Wenn ich nur noch wüsste, wo der jetzt wäre. Runter. Oh Gott, das ist ja ein ganzes Stückchen, was ich jetzt laufen muss hier. Moment. Alles klar, da komme ich dann zu den Shops. Gut. Da möchte ich nämlich nochmal hin, bevor ich zum Bosskampf gehe. Und das wird wahrscheinlich auch erst im nächsten Part passieren. Also der Bosskampf, meine ich. So, du kommst nach hier und ich gehe so an dir vorbei. Danke. Ich habe gerade nichts zum Essen, daher... Ich meine, klar, ich brauche ja noch... Wie viel Monster?
Kämpfe hatte ich jetzt? 572, da war ich noch knapp 225 Kämpfe. Das sollte ich aber definitiv schaffen, also selbst wenn ich es jetzt nicht so, also in dem Kapitel schaffe ich es definitiv nicht mehr, definitiv nicht. Aber ich meine, ich habe ja dann noch ein komplettes viertes Kapitel vor mir, wo ich bestimmt nochmal 100 Kämpfe mache. Und dann habe ich ja noch die Todesbestien, das sind auch nochmal Kämpfe. Dann habe ich den letzten Dungeon, inklusive letztem Boss noch vor mir, das sind auch nochmal Kämpfe. Was habe ich dann noch so vor mir? Dann habe ich noch... Ja, selbst wenn es jetzt ist, wenn ich durch bin, das ist ja egal. Ich muss ja die Trophäe nicht zwangsweise bekommen, bevor ich durch bin. Ja, dann kann ich da noch... Dann habe ich ja noch den kompletten optionalen Dungeon vor mir. Die 800 Kämpfe kriege ich locker zusammen. So, einmal bitte alles weg hier. Ich hoffe auch meinen Finstertrunk. Oh... Erstmal speichern, nicht dass doch irgendwas schief läuft. Ich gebe tatsächlich auf dem ganzen Schiff nur zwei Speicherplätze. Das ist echt eine Rarität. Einmal hier und einmal oben kurz vorm Bossgegner. Das haben wir ja schon auf der Karte gesehen. Oder ich zumindest. Ganz oben ist da noch ein Speicherplatz. Ja. So. Hallo Laden. Kann ich vielleicht sogar etwas ordentlicher erweitern? Vielleicht sogar mal mit dem Kreisding, ne? Natürlich nicht. Wieso erwarte ich das überhaupt? Ganz ehrlich. Das ist so ein Schwachsinn. Dass ich da überhaupt dran denke. Okay, du hast deine schon. Wir haben sie alle noch nicht. Alvin ist der Einzige, der seine ganz neue Waffe hier schon hat. Ich wäre allerdings auch erstmal für den Platin-Schutz. Die Rüstung, gut, da haben jetzt alle das Neueste, das Beste, außer er. Huch. Stimmt, das habe ich gefunden. So, weg. Ich warte noch kurz. Eins weg. 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 Beide weg. Weg. Oh, 8500 einfach. Mann. Ich traue mir immer nicht, das zu verkaufen. Auch wenn ich es nicht brauche. Auch wenn ich es niemals ausrüsten werde. Werde ich es wahrscheinlich erst nach dem Spiel verkaufen. Ich meine, ich würde nichts hiervon wahrscheinlich mehr ausrüsten. Das würde mir wie viel Geld bringen? Das würde mir jetzt allein fast 30.000 bringen. Aber eher... Ich trau's mich irgendwie, Mann. Das ist echt schlimm. So, erstmal Jude. Das geht jetzt vor. Weg mit der Tyrannenfaust, auch wenn ich die cooler finde vom Aussehen her. Das macht ja... Das spielt jetzt keine Rolle. Kriege ich noch 4000 zusammen, weil mir ist Milas Waffe gerade ehrlich gesagt lieber als die Schicksalsrute. Ja, wenn ich hiervon wenigstens etwas verkaufe. Das ist sogar das einzig sinnvolle hier, was ich sogar noch wirklich behalten würde. Ach komm, das kann weg, ganz ehrlich. Das kann weg. Dann noch das hier dazu. Und das hier dazu. Und das hier dazu. Dann habe ich die 4000 auf jeden Fall voll und kann mir die Segensklinge kaufen. Kann dann wiederum die Runenklinge verkaufen. Aber mir davon leider nichts Neues mehr kaufen. Auch hier nochmal schnell gucken. Seltene Handschuhe, Schall... Schneider, Radiator, Wisteria, Wisterie, Heldenschwert, Mittelstab, immer noch alles das gleiche. Gut. Weg. Weg. Nochmal ausruhen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Ist mir egal. Dankeschön. Und speichern. So, jetzt sind wir erstmal dick ausgerüstet. Rüstung haben wir die beste, die es aktuell gibt. Und für unser Hauptteam, abgesehen von Elise, haben wir sogar die besten Waffen, die wir aktuell haben können. Wieso sind wir schon wieder bei 30 Minuten? Ganz ehrlich, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wirklich, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie gerade mal bei 22 oder so. Ja, dann tut's mir wieder leid. Und das Problem ist, der nächste Part wird auch wieder so lang. Ich kann nichts dafür. Also doch, ich kann natürlich was dafür. Aber es wäre so dumm, wenn ich hier jetzt einfach mittendrin irgendwie gecuttet hätte. Das hätte irgendwie, ich weiß nicht.
Naja gut, tut mir leid. Ich kann jetzt wieder sagen, ich versuche mich in nächster Zeit zurückzuhalten. Der nächste Part wird definitiv lang. Das kann ich euch versprechen. Vielleicht. Aber die darauf... Ich kann es probieren, aber ich kann wirklich nichts versprechen. Ich werde mal versuchen, ab und zu, wenn ich gerade einen guten Punkt habe und erst bei 12 Minuten bin, auch mal zu cutten. Aber jetzt erstmal sorry und ciao.